Grüß euch, DO1 HFS von Funkfieber wieder da und diesmal geht es wieder um ein Amtsblatt der Bundesnetzagentur und zwar um das Amtsblatt 02 von 2022, um genau zu sein vom 26. Januar 2022. Hier ist wieder, sind zwei Baufanggeräte wieder erwähnt. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. Und zwar betrifft es einmal das Baufeng BF888S in der HT-Variante, also nur die HT-Variante. Und hier ist wieder untersagt das Bereitstellen in Verkehr bringen und die Weitergabe des Geräts ist untersagt. Warum es ist untersagt, es ist die Konformitätserklärung nicht eingegangen vom Inverkehrbringer, also der es importiert. Und es hat die messtechnische Prüfung, der es unterzogen worden ist, nach EN 300 086 V 2.1.2 von 2017-2 nicht bestanden. Also da geht es um diese Nebenaussendungen oder diese Oberwellenaussendungen. Das hat das Gerät nicht bestanden. Die Person oder das Geschäft, der das einführt, hat keine Stellungnahme dazu abgegeben. Somit ist das Gerät jetzt aus dem Verkehr gezogen. Also man darf es nach wie vor besitzen. Dabei handelt es sich jetzt um ein Handfunkgerät mit im 70 cm Bereich, Entschuldigung, im 70 cm Bereich mit 3 Watt Sendeleistung. Somit ist es ein Amateurfunkgerät. Und genau, 3 Watt Sendeleistung. Ich blende euch ein Bild ein, wie das Gerät ausschaut. Das ist eigentlich recht bekannt auch. Und dann gibt es noch ein zweites Gerät, das betroffen ist von das nicht mehr bereitgestellt in Verkehr gebracht werden oder weitergegeben werden darf. Und zwar ist es das UV82 in der HT-Variante. Das ist ein 8 Watt Baufänggerät, ein 2 Meter und 70 Zentimeter, also ein Duobandgerät. Foto blende ich euch ein, wie das Gerät aussieht. Aber hier auch nur die HT-Variante betroffen. Und auch die gleiche Problematik, es ist keine Stellungnahme vom Einführer erbracht worden zur Konformitätserklärung und das Gerät hat die messtechnische Prüfung auch nicht bestanden. Genau. Da steht es eh. Auch wieder die gleiche Messprüfung durchgeführt. Und somit ist dieses Gerät auch aus dem Verkehr gezogen. Genau, Fotos blende ich euch nochmal ein von beiden Geräten, wie die sie ausschauen. Also wie gesagt, betrifft wieder nur die HT-Varianten. Bin gespannt, was da jetzt dann noch für Geräte kommen werden. Da Baufeng ja doch ziemlich viele Geräte auf dem Markt hat und viele Varianten der einzelnen Modelle. Und ich bin natürlich gespannt, ob Baufeng die Qualität der Nebenaussendungen verbessert, also die Filter entsprechend verbessert, dass das nicht mehr passiert, um hier weiter auf dem europäischen Markt bestehen zu bleiben. Da sind wir gespannt, wie das da weitergeht. Da war DO1 HFS von Funkfieber mit den neuesten News zu den Baufeng-Geräten, die bei der Bundesnetzagentur in Prüfung sind. Macht es gut, 73, und wir sehen uns in den nächsten Videos.